songs without action. That the dead down for bring me to rise up too. Man direkt. Geil. Sieht doch immer direkt, wenn man überbelichtet ist. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über ein Thema, was uns im letzten Halbjahr der Saison sozusagen ja so ein bisschen begleitet hat. Sowohl mich als auch den Thomas. Und zwar Stürzen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Thomas seine Perspektive. Und ich werde euch auch nochmal meine Perspektive näher bringen. Da habe ich ja schon in dem Video aus Willingen ein bisschen drüber gesprochen. Aber nach dem Video aus Willingen hat sich da bei mir auch nochmal ein bisschen was getan. Ne? Man entwickelt sich ja immer weiter. Und ich glaube, ihr kennt das ja vielleicht auch schon, besonders vom Thomas, dass wir ständig uns irgendwie auch mal ein bisschen hinterfragen, dass man sich weiterentwickelt, seine Meinung ändert. Ne? Weil ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man jemanden trifft und nach 10 Jahren und dann sagt man, ja, du bist irgendwie immer noch der Gleiche. Dann hat man sich ja irgendwie null. Manche nehmen das als positiv. Ja. Ja. Aber erkennen tut mich auch immer jeder, weil ich mich optisch kaum verändere. Aber man bildet sich in der Regel, also ich bin ein Mensch, der sich immer gerne weiter und auch gerne auch sich einfach immer andere Meinungen anhört. Und ich lasse mich auch tatsächlich immer wieder, ihr habt es gemerkt, auch an meinem Bike teilen. Ich gebe auch Herstellern nach ein paar Jahren immer wieder nochmal die Chance. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Ne? Mhm. Also das ist halt, ja, ich finde, da sollte man auch immer offen bleiben und nicht, wenn man das einmal halt schlechte Erfahrungen hat, dann für immer verteufeln. Ne? Voll. Ja, das wird also, so, kennt ihr vielleicht den Videocast vom Thomas aus dem Auto? So ähnlich wird praktisch das jetzt gerade auch. wir unterhalten uns einfach so ein bisschen darüber, nehmen euch heute mit, lassen euch teilhaben. Und ja, genießt einfach das kleine Gespräch, schnappt euch vielleicht noch einen Kaffee und dann starten wir direkt rein. Ja, Thema Stürzen. Also da habe ich natürlich zwei Sichtweisen. Einmal bin auch ich, man kann es kaum glauben, ein privatfahrender Mountainbiker, Hobbypilot und ich bin natürlich auch Fahrtechnik-Coach. Und jetzt ist es natürlich in meinem Job so, dass das Thema Stürzen schon mal öfter auch unter Fahrtechnik-Trainer-Kollegen zu so ein bisschen Stress geführt hat, weil ich das Thema halt offen angehe, weil ich halt sage, wer Gravity fährt, da gehört Stürzen dazu. Und ganz viele sagen, nein, ich mache ja einen Fahrtechnikkurs, damit ich nicht mehr stürze. Und das finde ich zum Beispiel schon anmaßend, zu sagen, ich fahre jetzt so gut, dass ich nicht stürze. Weil genau daher kommt dieses falsche Sicherheitsgefühl und dass Leute mit Halbschale und T-Shirt rumfahren. Weil sie können ja nicht stürzen. Nein, stürzen kann jeder. Es braucht nur der falsche Stein an der falschen Stelle oder zufällig eine gebaggerte Regenrinne, ganz aus der Luft gegriffen, jetzt das Beispiel. Es kann alles Mögliche passieren. Es kann das Vorderrad brechen, es kann der Vorbau brechen, der Lenker brechen, der Reifen platzen, was weiß ich. Also es gibt immer Gründe, warum man stürzt. Und deswegen habe ich auch jetzt in meinen Kursen ein neues Themending angefangen, und zwar Sturzprävention. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache, wo wir heute drüber reden wollen, die, glaube ich, noch viel mehr Leute beschäftigt. Wie gehe ich mental mit einem Sturz um? Wie bewerkstellige ich das? Also ich bin ja nach, ich glaube, 4 oder 5 Wochen das erste Mal mit diesem Rotwild, was mir der Clemens dann geliehen hat, wieder in der Luft gewesen. Habe mich noch nie über ein 2-Meter-Table so gefreut wie in diesem Video. Obwohl da bei den Rippen noch 2 Zentimeter Luft zwischen war. Also die waren wirklich dolle gebrochen. Also ich war auch wirklich dolle verletzt. Und man liegt ja nicht aus Spaß auf einer Intensivstation mit einer Thorax-Thrombose. Also wie gesagt, also ist alles war schon heftig, aber wie komme ich da raus? Und da wollen wir gleich drüber reden. Was mache ich mental anders wie vielleicht jemand, der gestürzt ist? Vielleicht seht ihr euch da ja wieder bei einem Double gestürzt und dann kann man keine Doubles mehr fahren, zum Beispiel. Wie gehe ich vor? Also wie bewerte ich die Situation und wie kommt es, dass ich jetzt nach, ja, es sind etwas über 3 Monate, eigentlich wieder, ich würde sagen mal 90% bin ungefähr von vorher. Ne? Wie mache ich das im Kopf? Wie machen die Pros das? Ne? Also da werden wir gleich mal drüber reden. Aber also, jetzt erstmal wieder Daniel. Also was ich für mich wichtig ist zu unterscheiden bei Stürzen, und da unterscheiden sich zum Beispiel unsere beiden letzten Stürze extrem. Du konntest für deinen Sturz praktisch, außer dass du dir hättest vorher da alles genau angucken können, jeden Stein auf Seite räumen können, aber du konntest an sich ja nichts dafür, weil du keinen Fahrtechnikfehler gemacht hast. Bei meinem letzten Sturz
habe ich einfach einen Fehler gemacht von der, der Blickführung. Kopf wollte innen fahren, aber der Körper ist weiter außen gefahren. Und das geht meistens nicht gut. Genau. Und dann bin ich so ein bisschen von beidem. Und das funktioniert natürlich nicht. Und für mich ist zum Beispiel immer wichtig, wenn ich einen Fehler gemacht habe, das muss auch noch nicht beim Mountainbiken sein, aber jetzt sind wir ja gerade beim Thema Mountainbiken, aber wenn ich den, wenn ich weiß, welchen Fehler ich gemacht habe, dann kann ich daran arbeiten, das lernen und beim nächsten Mal passiert der Fehler nicht mehr. Das fände ich zum Beispiel schwieriger bei einem Sturz wie bei dir, wo du praktisch eigentlich ja nichts dafür konntest, dass du jetzt gestürzt bist. Das hat mich auch tatsächlich in den ersten Wochen, deswegen bin ich ja, sobald ich wieder so fit war, in den Bikepark gefahren, weil ich ja nie wusste, warum auf einmal mein Rad weg war. Und ich war ja wirklich schnell unterwegs, knapp 45, 50 Sachen. Und das ist eine Sache, die der Daniel da anspricht, die extrem wichtig ist, weil euch muss eins klar sein, wenn ihr zum Beispiel bei einem Sprung zu langsam wart und deswegen gestürzt seid, nehmen wir jetzt mal nur als Beispiel, dann kann man ja, dann ist der Fehler halt gewesen, dass ihr einfach zu langsam wart. Fahrt ihr das nächste Mal schneller, wird das Ganze ja nicht nochmal passieren. Das meint Daniel, glaube ich, dass man weiß, ey Mann, das habe ich jetzt falsch gemacht, wenn ich das in Zukunft richtig mache, werde ich nicht mehr so stürzen. Das ist schon mal mental ganz, ganz wichtig. Und da ist es mental wichtig, meine zwei Lieblingsvokabeln mit reinzunehmen, weil die werden leider von Mountainbikern viel zu selten benutzt. Es wird immer ganz viel, es gibt ganz viele Vokabeln, die benutzt werden. Und boah, ist ja krass, ist ja gefährlich, boah, die Wurzel, der Stein, das. Und zwar nach wahrscheinlich und unwahrscheinlich, ja. Also wenn ich zum Beispiel sicher einen 5-Meter-Table springe und daneben ist ein 4-Meter-Double, der genauso gebaut ist, ist es unwahrscheinlich, wenn ich einen 5-Meter-Table der Landung lande, dass ich den Double zu kurz springe. Trotzdem haben manche Leute die Sorge, dass sie trotzdem bei einem Double, sobald sie das Loch sehen, denken, sie ist immer die Sorge, ins Loch zu fallen. Keiner denkt darüber nach, ich bin gerade 1 Meter weiter gesprungen, ich muss mir eigentlich Sorgen machen, dass ich zu weit springe. Mhm. So, und da bin ich ganz anders, da bin ich sehr praktisch, praxisorientiert und da hilft es halt unglaublich, dass man eine Sache wirklich versucht, objektiv zu bewerten und die subjektive Erfahrung nicht damit reinzubringen. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe und kann den klar definieren, wenn ich den nicht mehr mache, wird wahrscheinlich auch der Sturz nicht nochmal passieren. Ne? Das genau. Ist sehr, sehr wichtig, definitiv. Und man kann halt auch aus solchen Stürzen halt super viel lernen. Ne? Also das Beispiel der Murmeltierrolle damals mit dem Fokus. Im Schnee. Im Schnee. Der Fehler ist mir danach nie wieder passiert. Ne? Also ich wusste dann, was ich falsch gemacht habe. Und konnte daran arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich so eine Senke fahre, denkt man wieder daran. Vor allem, weil man ja so einen super empathischen Vorfahrer hatte, der als erster Satz sagt, na, weißt du, was du falsch gemacht hast, ne? Genau. Dann, das werde ich nie vergessen. Und deswegen passiert dieser Fehler halt nicht mehr. Ne? Aber wie hast du das denn für dich gemacht, da du ja jetzt keinen offensichtlichen Fehler gemacht hast? Wie bist du denn dann wieder da rangegangen, wieder selbstbewusster zu werden, aufs Rad zu gehen und so weiter? Also ich muss sagen, was das Selbstbewusstsein auf dem Rad angeht, sieht es bei mir ja so aus, wenn ich auf dem Bike sitze und, also jetzt nicht auf dem Trail, da wisst ihr selber, da fahre ich teilweise wie eine Krampe, weil ich das ist nicht mein Metier, aber sobald ich im Park bin, fällt so ein Schalter um und ich bin im Park, so. Und dann, also wenn ich dann oben am, ich habe gar nicht, ich glaube 10 Wochen oder 9 Wochen war es her, da bin ich das Rasenrennen-Gap wieder gefahren. Da war immer noch hier nichts zusammengewachsen. Und jetzt gibt es 2 Sorten von Menschen. Die einen sagen, boah, wenn du jetzt da nochmal drauf stürzt, dann stirbst du auf Ort und Stelle, weil du keine Luft mehr kriegst oder was. Da denke ich aber tatsächlich gar nicht drüber nach, weil ich mache sehr, sehr viel intuitiv und ich mache es aus Leidenschaft. So, und ich bin ein Wahrscheinlichkeitsmensch. Ich bin in 11 Jahren einmal so gestürzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal so stürze, liegt in meinem Wahrscheinlichkeitsbefinden für die nächsten 11 Jahre bei 0. Und so fahre ich dann halt Fahrrad. Und was mir total geholfen hat, ist tatsächlich, dass ich diese 45 Grad schräg gebaggerte Regenrinne gesehen habe und dass ich auch im Netz gelesen habe, dass sich da mehrere ihre Hinterräder kaputtgeschlagen haben. Ich war also nicht der Einzige, der da Schaden genommen hat von dieser Rinne, die dann halt ein bisschen beigemacht worden ist. Ist halt alles dumm gelaufen, aber da so habe ich dann halt gesehen, dass ich irgendwo dann doch nichts dafür konnte. Und wenn ich halt nichts dafür kann, ja, dann macht mir das auch keine Sorgen einfach, weil ich weiß, generell müsste uns allen klar sein, der falsche Stein an der falschen Stelle
Das ist wie bei Mopedfahrern, die außen die Reifen zuerst abgefahren haben. Wenn du in so einer Asphaltkurve bist mit deiner GSX-R und legst dich da rein und das Knie schleift über den Boden, dann reicht ein Tropfen Öl an der falschen Stelle auf dem Asphalt und das Ding geht durch die Leitplanke. So. Aber da denkt natürlich der, der mit dem Knie schleifend da durchfährt, wenn er schon übers Scheitern nachdenkt, wird er auch sehr wahrscheinlich scheitern. Deswegen versuche ich gar nicht ans Scheitern zu denken, sondern versuche immer, und da gebe ich euch einen Tipp, ein positives Mindset. Ich würde, wenn ich jetzt bei einem Sprung zum Beispiel, wenn ich den 100-mal gefahren bin und bin einmal gestürzt, würde ich nie über den einen Sturz nachdenken, sondern über die 99-mal, wie geil das war, da drüber zu fahren. Immer das Positiv-Mindset und nicht das Negativ bedienen. Ne? Also mit diesem Risikoabschätzungsding. Das ist so ein typisches Erwachsenending. So, ja, oh hier, wenn ich da jetzt und dann rutsche ich hier und wenn ich da zu kurz und so. Da müsst ihr voll weg, Leute. Definitiv. Ja, interessant auf jeden Fall. Kann ich voll nachvollziehen. Also ich hatte so einen Sturz noch nicht, wo ich jetzt nicht schuld war. Ich war immer schuld. Was mir halt immer geholfen hat, sind erstmal dann so, um das Selbstbewusstsein wiederzukriegen, halt Sachen zu fahren, die ich einfach voll gerne fahre. Und die intuitiv sitzen. Genau, die, genau. Wo ich weiß, hey, wenn ich das jetzt fahre, ich weiß genau, wie sich die Line anfühlt, bevor ich die überhaupt fahre und genauso fahre ich die dann. Und dann merkt man auch, okay, hey, das funktioniert doch irgendwie alles. Das war dann an dem Tag in Willingen, war das dann die neue Gap-Line unten. Ich weiß, die funktioniert von alleine. Erster Step down, Bremse offen, ja. Du kommst überall drüber. Genau, und das war dann so für mich der Weg, so da über diese Hemmschwelle wieder drüber zu gehen und das Wochenende weiterzufahren. Was aber für mich ein ganz anderer Punkt ist noch so, da haben wir über das Thema gesprochen, Rennen fahren und so weiter. Ne? Weil einige bei uns aus der Truppe hatten sich vorgenommen, nächstes Jahr bei Dirt Masters da oder auch in Willingen da die Downhill-Amateur-Dinger mitzufahren. Rookie Cup oder Gravity Cup, wie auch immer die Dinger heißen. Genau, und ja. Ich glaube, was manche haben das verstanden im Video, manche haben das aber auch nicht verstanden. Worum es mir halt ging so, war, dass ich mir in der Zeit, wo ich das im Kopf hatte, dass ich dann nächstes Jahr, wenn die Saison praktisch wieder losgeht, sowas mitfahren will, hat mir selber voll viel Stress und Druck gemacht. Und was ich halt in dem Video aussagen wollte, war, dass ich das halt einfach nicht haben will, sondern einfach mehr Spaß am Fahrradfahren an sich wieder haben will, ohne Leistung dahinter. Ne? Ich verstehe aber auch, Thomas hat mir nämlich gesagt, man kann aber auch ein Rennen fahren ohne Leistungsdruck. Ja, wer meine kleine Werkstatt kennt, der sieht jede Menge Startnummern. Ich bin ganz viel Rennen gefahren. Bin bei manchen Rennen unter ferner Liefen gelandet, weil ich zum Beispiel dann im Rennen einer jungen Dame geholfen habe, durch eine schwere Sektion zu kommen bei der Enduro One etc. Auch ich bin in Rennen gestürzt und man kann Rennen fahren allerdings auch und einfach diesen ganzen Zirkus mitnehmen. Das ist halt einfach, es ist schon was Besonderes, wenn du da oben stehst und wenn die Leute dich alle anfeuern und so. Das ist ein gewisses Risiko, dass du über dein Limit gehst, weil das pusht schon, definitiv. Aber andererseits weiß ich ja, ey, ich muss morgen wieder arbeiten. Ich kann hier auch einfach nur mit 80% nicht volles Risiko fahren. Ne? Jemand, der Racer ist, kann das übrigens nicht. Ja? Der fährt oben los und will immer die beste Zeit fahren. Aber ganz viele fahren, mein bestes Beispiel ist, ich glaube, er heißt Nicolas Brandau. Geboren 57, ich hoffe, das ist richtig, weiß nicht, aber ist auf alle Fälle schon ziemlich der ist ganz lang immer noch im Gravity Cup gestartet, ist immer Letzter geworden, hat aber immer gegrinst, hatte Spaß, ja. Einfach weil er mitgefahren ist, so. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich da gar nicht vorher unter Druck setzt und dass ich habe, wie ich damit angefangen habe, habe ich gesagt, mein Ziel ist nicht Letzter zu werden, so. Und da reicht es schon, wenn man ins Ziel kommt, weil es wird immer einer nicht ins Ziel kommen, so, ne? Und indem man sich da keine Zielsetzung macht, kann ich mich auch selber nicht enttäuschen. Ne? Aber der Rennzirkus, also so ein Gravity Cup, wenn dann deine ganzen Kumpels außen stehen, also gerade jetzt in Olpe, ne, er macht einfach mega Bock. Ne? Also das macht schon Bock. Und es macht auch Bock, wenn es halt Leute gibt, wie Dennis zum Beispiel von Radadol, die genau wissen, dass man nicht so ein Heizer ist und die trotzdem dir die Faust geben und sagen, ey, bist gut durchgefahren und so. Das ist halt cool. Ne?
Weil ich finde, gerade in der Szene ist es noch nicht ganz so stark, dass man dann sagt, ah, ich bin ja viel besser wie du und so. Nee, man sitzt dann, man trinkt so unten dann zusammen im Zielbereich, fiebert mit, wenn jemand da kommt und eine geile Zeit fährt. Ja, der Respekt ist einfach da vor der Leistung, aber man muss nicht auf Leistung so ein Rennen fahren. Anders sieht das natürlich aus bei den höheren Wertungen, wo viele UCI-Leute mitfahren, also mit einer UCI-Nummer. Mhm. Ja, da geht es natürlich schon richtig ins Eingemachte. So, da ist dann auch die Stimmung natürlich viel konzentrierter. Gravity Cup ist schon just for fun Ding oder halt Rasenrennen war auch immer cool. Ne? Das war noch ungezwungener wie Gravity Cup. Aber ich finde, das ist halt, man muss nicht ein Leistungsding daraus machen. Man kann auch aus Spaß an so einem Rennen mitfahren. Das geht durchaus. Habe ich öfter gemacht, genau. Wobei, also ich finde halt, dazu gehört aber auch, das muss man halt auch können, ne? Also ja, wobei er hat, der Daniel hat, und das muss ich ihm jetzt zum Vorwurf machen in dem Video, er hat das Wichtigste, was der jeder Rennfahrer sagen wird, hat er nicht gemacht. Also wenn so ein Gravity Cup ist, die Guten, ja, die gucken sich die Strecke vorher fast einen halben Tag lang an, jeden Stein. Also der Esserson, wie der in den Dolomiten gefahren ist, haben ja alle gesagt, der ist total bescheuert. Der hat sich da die Strecke, der ist da 30 Mal raufgelaufen, hat sich jeden Stein gemerkt, wo der ist. Und wo der da bremsen muss, wo der fahren muss. Und das hat der Daniel nicht gemacht. Der hat sich diese Linien nicht richtig angeschaut vorher, also nicht in Ruhe. Man muss eigentlich, also wenn man die komplette Downhill in Willingen, da braucht man eigentlich, muss man sich erstmal einen halben Tag Zeit nehmen, um sich tatsächlich, das ist jetzt der wichtige Unterschied und das kann der Daniel auch noch nicht so gut, seine Linie zu finden, ja? Ich sehe fünf, die innen fahren, wenn aber meine Fähigkeiten, meine Skills nicht in der Lage sind, innen zu fahren, ist mir egal, wenn die fünf anderen innen fahren, ich fahre dann trotzdem außen. Ja, weil du verlierst außen nur einen Bruchteil von Sekunden. Und das ist halt, also Track Walk, das ist auch das, wir haben letztens erst wieder gesehen, wie einer im großen Road Gap im Stehen runtergefallen ist. Ach, da kam ja ein Gap. Also sich vorher die Sachen mal angucken, kann schon ganz schön viele RTW-Einsätze verhindern und Stürze. Track Walk ist, und sich eine Sache angucken vorher, ist keine Schande, wirklich nicht, Leute. Und die wenigsten haben die Skills, blind neue Spots zu fahren. Deswegen sind ja die Blind Sections bei den Enduro-Rennern auch so ganz besondere Adrenalin-Dinger, weil man gar nicht weiß, man darf sie sich vorher nicht angucken, die Strecke. Da muss man sehr viel mit Intuition und Gefühl haben. Und du fährst ja nun jetzt erst das dritte Jahr Mountainbike und da hast du natürlich noch nicht so viel Erfahrung, um halt, wenn du auf was zufährst, das einschätzen zu können. Je mehr Erfahrungswerte du hast, je größer der Karteikasten hier oben wird an Erfahrungen, umso einfacher ist es natürlich dann, darauf zuzugreifen. Ne? Aber zum Thema Stürze ist halt beim Rennenfahren sehr, sehr wichtig, einen ordentlichen Trackwalk zu machen und zu wissen, nicht theoretisch von YouTube wissen, ah, das ist hier eigentlich theoretisch die beste Linie. Wenn du die nicht fahren kannst, ist das für dich nicht die beste Linie. Fahr deine beste Linie. Und das muss man erstmal rauskriegen. Wenn du das aber machst, hättest du dir die Stelle da in Willingen vorher richtig intensiv angeguckt und wärst dann nur diese Stelle erstmal langsam abgerollt, dann wäre dieser Sturz nicht passiert. Ne? Das ist einfach so. Ja, Vorbereitung halt. Ne? Genau, die ist ganz wichtig beim Rennfahren. Vielleicht kommentieren das mal ein paar, die besser oder guter Rennen fahren, ob da Wahres dran ist. Aber das ist das, was ich halt beobachtet habe. Die, die ganz schnell sind, wissen schon ganz genau, wo sie da langfahren wollen. Da ist wenig Zufall bei. Ne? Ja, die kennen halt die Strecke im Kopf auswendig. Ne? Also genau. Ich habe das damals, wenn ich Shows getanzt habe, habe ich vor der Show habe ich mich hinter die Bühne gesetzt, habe die Augen zugemacht und bin die Choreografie durchgegangen. Im Kopf, genau. Ja, genau. Ohne Musik, einfach für mich. Ich konnte vor- und zurückspulen, so oft ich wollte. Ich konnte es langsam und schnell machen. Und genau das, denke ich, können die Pros. Genau, das ist hohe mentale Stärke, weil unser Gehirn, und das ist vielen, da sind wir wieder beim Thema Sturz auch, unser Gehirn ist in der Lage, Sachen, die wir vor allen Dingen schon einmal durchlebt haben, also ich springe jetzt zum Beispiel über 4 Meter der Gap drüber, dann ist unser Gehirn eigentlich in der Lage, mir das 4 Meter Gap nur vorzustellen, ohne das wirklich springen zu müssen. Beispiel dafür, du fällst im Traum irgendwo runter und wirst wach, das fühlt sich verdammt echt an, das war nur Hirnleistung, du bist ja nirgendwo runtergefallen. So, und so ist das da auch, wenn du in der Lage einmal bist, dann hast du auch bei neuen Sprüngen, du kannst dir einfach vorstellen, oh, der ist so ähnlich wie der und gehst dann mental in dich, so, wie fühlt sich der Sprung an? Ja, so, den fahre ich so an und dann, oh ja, und dann. Das ist hohe Ebene der Mentalvorbereitung. Wenn man das drauf hat,
dann ist man intuitiv. Aber wie viele Jahre Breakdance hast du halt gebraucht und Choreografie, um so mental stark zu werden? Das ist bestimmt nicht in 3 Jahren gut gegangen. Nee, das hat länger gedauert. Hat über 10 Jahre gedauert. Genau, richtig. Und da sind wir wieder bei den 1000 guten Versuchen und die schlechten zählen nicht dazu. Wobei mir das schon, dass ich das schon in meiner anderen Sparte gelernt habe, hat mir extrem geholfen, gerade am Anfang, wenn ich jetzt mir neue Features irgendwo erarbeitet habe. Also das, was der Thomas eben erzählt hat mit dem Karteikasten, das habe ich ganz genauso. Für mich ist das nur eine, ich stelle mir das vor wie eine Bibliothek. Bei mir ist das eine Bibliothek im Kopf. Das Wort ist mir zu schwer. Und ich habe so ganz verschiedene Sprünge. Die meisten Sprünge sind dann im Bikepark OE gewesen, weil das so der Spot ist, wo ich die meisten Sachen gelernt habe. Und ein ganz gutes Beispiel ist dafür, als wir das erste Mal in Siegen waren und der dieser neue Kicker war, ne? Ja. Und wir standen dann oben und haben wollten ja die Strecke vorstellen. Du bist ihm zuerst gefahren und dann haben wir gesprochen, so, ja, welcher Sprung fühlt sich so ähnlich an? Da hast du gesagt, ja, der Boner Lock unten an der Drop-Batterie. Ja, und da war für mich, 80er. Ich wusste, wie der sich anfühlt, da war für mich die Sache klar und ich konnte das dann fahren, ne? Und es war noch nicht mal gelungen. Genau, weil es fühlt sich dann halt so an und man weiß dann halt, wie die Technik funktioniert. Und das hilft halt einfach, also es hilft so krass. Auch so Sachen, was mir auch extrem geholfen hat, ist Sachen wie, als wir unten in Saalbach waren, da war dieses Gap über den Fluss, wo der Lars so böse gestürzt ist. Was ja eigentlich kein großes Ding ist. Eigentlich nicht. Nee. Nur, ich brauchte auch wieder so irgendwelche Vergleiche im Kopf, ne? Und das hilft einfach richtig, richtig gut. Und dann ist natürlich auch noch ein Punkt, wenn man dann auf sowas zufährt, das ist ja der Punkt, warum der Lars letztendlich, glaube ich, gestürzt ist. 100%. Kein 100% Commitment. Nein. So, ne? Ich stand oben, als ich losgefahren bin und ich wusste, wenn ich jetzt losfahre, dann fahre ich da halt drüber. Und ich denke da gar nicht. Wenn ihr nur 1% zögert, ein kurzes Ziehen am Bremsfinger, kurz auch nur mental. Nein, ich kann den nicht springen und der ist so steil und der kickt so. Kurz hast du keine Körperspannung, dann saugt dich die Compression ein und dann wirst du überrotieren und dann passiert die Scheiße. So. Und wenn du auf was zufährst, zieh 100% durch. Und vor allem, wenn du an Points of No Return vorbei bist. Nur so sind Todesfälle passiert im Bikepark, weil man am Point of No Return vorbeifährt und dann trotzdem noch versucht abzubrechen. Die heißen ja nicht umsonst so, diese Punkte. Aber wenn du das machst, und du siehst es ja auch immer wieder, wenn du dann halt die Leute springen siehst und einer hat Selbstbewusstsein beim Springen, wie zum Beispiel der Nico, der Naki da, ja? Ey, der hat so viel Selbstbewusstsein beim Springen, selbst wenn der über Space oder so, das sieht immer easy aus, wenn der springt, weil es einfach locker aussieht, ja, weil es einfach super drauf hat, der Junge, ja. So, und dann ist das halt einfach, sieht das ganz anders aus, wie wenn jemand dann halt so ganz steifen Sprung springt. Die saugen dann oft das Fahrrad mit den Beinen in sich rein und so, das sieht immer alles total so gehackstückt aus und gar nicht easy, ne. Und das ist beim Stürzen genau dasselbe Thema. Viele denken dann immer wieder über ihren Sturz nach, ne? Also das ist immer wieder präsent, so. Und wenn ich das immer wieder präsent habe und der Sturz quasi mein Fahren beeinflusst, ey Leute, dann müsst ihr tatsächlich damit erstmal aufhören, weil das ist zu gefährlich, ne? Also wenn man immer wieder denkt, boah, ich bin ja da so schlimm gestürzt, also wenn du jetzt aus dem Anleger rausgerutscht bist und hast dir die Rippe und das Schlüsselbein gebrochen, Jetzt kann ich keine Anleger mehr fahren. So, ich bin dann halt genau anders. Ich würde dann versuchen zu recherchieren, warum bin ich aus dem Anleger gestürzt und würde dann erst recht mir Videos angucken mit Anlegertechnik oder zu einem Kurs gehen und der halt spezialisiert ist auf Kurven oder so und würde dann gucken so, ey, was habe ich denn da falsch gemacht, dass das nicht nochmal passiert. Ne? Prävention, ne? Immer Prävention. Also das halte ich für extrem wichtig. Und die Mentalstärke ist extrem wichtig, dass man einfach, also das wird leider ein bisschen wenig, dass wir halt dieses Positive, weil es ist ja bei dem Sport besonders, dieser Endorphinausstoß, Adrenalin, Dopamin, das vergessen wir viel zu schnell. Wir denken immer nur über das Negative nach, wie ich da in Olpe in der Kurve weggerutscht bin, das werde ich nie vergessen. So, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, ich habe meinen Sturz auf dem Sprung, der ist, wenn ich jetzt fahre, überhaupt nicht mehr präsent, der ist weg. Ja, ja. So, das ist auch eine hohe Kunst, da seine Festplatte einfach mal zu löschen, weil wir haben ja eigentlich immer die Tendenz, weil unser Gehirn unser Leben ja schützen will, Negativsachen uns viel besser merken zu können als positive.
Leute, die geschieden sind, können sich ihr Scheidungsdatum viel besser merken wie das Hochzeitsdatum. Ja? Also alle Negativsachen kann das Gehirn erstaunlicherweise meistens besser abspeichern. Und da muss man aktiv gegenarbeiten mit Positiverinnerungen. Mhm. Ne? Und wenn ich zum Beispiel so einen Sprung sehe und der ist geil gebaut, dann denke ich sofort, boah, ey, wenn wir den in die Landung fahren, das ist ein mega Gefühl. So, ne? Und wenn ich aber jetzt schon davor stehe und sage, boah, ich bin zu kurz springen, dann bin ich ja damals so gestürzt. Ne? Also wie gesagt, übers Scheitern nachdenken und du wirst scheitern. Das ist einfach. Einfach so. Ne? Ja, und halt die Kunst, die Physik und die Fahrtechnik wirklich zuzulassen. Das wird übrigens ein ganz lustiger Prozess mit uns beiden im Winter. Aktiv auf Trails zu pushen, wo man eigentlich Sorge hat, wegzurutschen. Das ist so der beste Psychotest. Das ist super Psychotraining, Leute. Weil genau da will ich mich leicht machen. Ich will weg vom Lenker. Ich will keinen Druck haben. Und genau, ich habe das jetzt auch selber zu Hause getestet. Genau in den Situationen, wenn ich da pushe und Druck aufbaue, dann hat der Reifen auf einmal wieder Grip und ich komme um die Kurve rum. Aber das ist total schwer, das zuzulassen. Und glaubt's mir oder nicht, ey, das ist mental für mich herausfordernder, wie über einen Sprung zu fahren auf diesen Trails. Definitiv. Weil man halt total mit der Physik hadert, ne? Also auch wenn ich mir halt so mein Haustrail angucke, wie krass das ist mit den ganzen Wurzeln und Steinen. Aber wenn man sich gar keine Gedanken drüber macht, fällt das Rad halt einfach drüber. Mhm. So, und da ist halt der Punkt, ne? Und da gebe ich noch einen Tipp fürs Stürzen, der extrem wichtig ist. Erstens Sturzprävention. Denke ich, werden wir noch ein Video zu machen. Was ist das Wichtigste, was viele nicht können? Das werden wir in einem Video aufarbeiten. Ein super Trick. Einfach, wir wollen ja nicht diese 5-Fehler-Videos machen, sondern wir sagen einfach ein paar Tipps, wie man zum Beispiel auch mal den RTW einfach mal nicht rufen muss, sondern das einfach so lösen kann, das Problem. Weil die Probleme sind ja immer die gleichen. Gap zu kurz, Double zu kurz, Fahrrad kommt schräg in der Luft. Es ist ja immer das Gleiche, warum wir stürzen. So, und das werden wir aufarbeiten in dem Video. Und ich glaube, das wird auch vielen helfen, definitiv. Ne? Was ich ganz spannend finde bei mir, ich habe ganz oft, vor allem jetzt, ich hatte irgendwie 2 Wochen in der letzten Zeit hatte ich irgendwo mal 2 Wochenenden, wo ich nicht Fahrrad gefahren bin. Und dann bin ich danach haben wir uns in Olpe getroffen. Das war das erste Mal, als wieder Fahrradfahren war. Ja, war heiß, obwohl es geregnet hat. Und ich habe so ein ganz besonderes Phänomen, das mir schon öfter aufgefallen. Und das ist, entweder ich habe eine lange Pause gemacht oder bin an einem neuen Spot irgendwo hingefahren, in Österreich, Deutschland, total egal. Und ich habe jedes Mal, bevor ich auf dem Fahrrad sitze, habe ich voll Bange, dahin zu fahren. Dann sitze ich auf dem Fahrrad und dann ist das, ist das weg. Das ist ganz verrückt. Das ist das, wenn es intuitiv wird. Das habe ich übrigens auch. Ne? Wenn ich dann andere fahren sehe in Willingen, sage ich, boah, wie krass ist der denn? Ja. Dabei fahre ich eigentlich selber vielleicht ähnlich runter. Aber das ist halt so eine Sichtweise, die kriegst du. Aber sobald ich halt, das war schön, wie wir nur eine halbe Stunde für mein Drohnenvideo, mein Intro-Video hatten und ich den großen Drop gefahren bin, den fahre ich wirklich nicht oft in Olpe, weil ich finde ihn gar nicht so toll. Aber sobald ich, vorher habe ich auch dieses, die Hohn hier so ein bisschen. Sobald ich aber losrolle, ist das weg, bin ich... Und das müsst ihr erreichen, diese mentale Stärke. So, und dafür sind 3 Sachen wichtig, extrem wichtig, wo ich gemerkt habe in meinen Kursen, die fehlen den Leuten. Vertrauen in die das gebaut haben. Trust the builder, sagen die Kanadier. Zweitens, vertraue deinem Bike. Trust your bike. Ja? Und das dritte ist, trust yourself. Vertraue dir und vertraue deinen Fähigkeiten. Trau dir was zu, ja? Das ist beim Sturzprävention so wichtig. Yes, ich kann das, ja? Dieses doofe Barack Obama, yes, I can, yes, we can. Ey, das ist es, so, ne? Diese 3 Vertrauenspunkte, so, ich sehe das so oft in Kursen. Das geht bei mir los, wenn einer einfach nur losfährt. Ja, pass auf, der geht auf ein Fahrrad, linker Fuß, so ein fetter los, rechter Fuß. Er muss mit den Augen kontrollieren, ob sein Fuß richtig auf dem Pedal ist. Genau davon müsst ihr weg, Leute. Da machen wir auch, das wird in dem Sturzprävention, da kriegen wir eine super Übung für vor der Haustür vor. Ihr müsst blind wissen, da ist mein Lenker, da ist der andere Lenker, da ist mein Sattel, hier ist mein Pedal. Das muss blind laufen und ihr müsst fühlen, ob der Fuß richtig steht, nicht mit dem Blick kontrollieren. Viele sind beim Mountainbiken total blickkontrollsüchtig geworden. Und dann sehe ich natürlich, wenn ich mit dem Blick alles kontrolliere, sehe ich auch mit dem Blick meine ganzen
apokalyptischen Sturzszenarien, die ich mir vorstelle. Weil der Blick geht ins Gehirn, das Gehirn sagt, sag 45 Grad Wurzelsturz. Gar nicht machen, fahrt mehr hiermit, Leute. Ne? Also mit Herz und mit eurem Bauchgefühl. Ey Leute, das bringt's echt, auch bei dem, gerade bei der Sturzsache, nicht immer gleich rutschig wegdenken, sondern einfach fahren, und wenn's wegrutscht, wirst du es schon merken. Ne? Ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wir haben viele Sachen vor noch zu dem Thema, aber das werden dann wirklich kurze praktische Videos, die euch halt auch irgendwie weiterhelfen und die ihr umsetzen könnt, adaptieren könnt. Und ja, hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Nee. Okay, wir machen uns jetzt wieder nackig, weil wir sind ja im Darkroom und machen da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Macht's gut, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Folgt uns auf OnlyFans für den Content. OnlyFans? Ja, kennst du OnlyFans nicht? Der Thomas kennt OnlyFans nicht, Leute. Das ist, da können Leute Content hochladen und da musst du aber monatlich bezahlen, um darauf Zugriff zu haben. Und viele nutzen das halt als Exklusiv-Content dann, ne? Der besonderen Art. Das erklärt, warum der Porsche Taycan in der Auffahrt steht beim Daniel. Okay, gut, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.